10 Jahre Krieg. 10 Jahre, in denen sich die Aliens Richtung Erde vorkämpfen und unterwegs alles zerstören, was ihnen in die Quere kommt. Wir brauchen Legenden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Spiel. Ich habe das schon mal im Quickie vorgestellt. Ich weiß jetzt zwar nicht welcher, aber in einem Quickie des Monats habe ich das schon mal vorgestellt und dachte mir, eigentlich können wir das doch nochmal uns vornehmen, dieses Spiel, und habe einfach die App komplett nochmal deinstalliert, damit wir auch wirklich von vorne nochmal anfangen können. Ich weiß auch gar nicht, ach, schau mal, altes Benutzen. Das Ding ist, ich weiß nicht, also komm, wir nehmen einfach jetzt mal wirklich ein komplett neues, damit wir uns da nochmal reinfuchsen können und die ersten Missionen einfach auch nochmal mit durchspielen können. So, erwerbe Ausrüstung. Ich weiß nämlich nicht mehr so ganz, was es da alles gab, wie das aussah, und ja, ich hoffe zumindest, ihr habt Spaß dabei. So, achso, wir müssen jetzt erstmal Charakter erstellen. Also, ich denke mal, warte mal, lass uns mal hier, hatten wir, doch, ich glaube, ich hatte so den Über-Afro. Oh Gott, der hatte ja auch einen geilen Bart. Wollen wir so einen, komm, wir nehmen so einen Typen mit Afro-Tolle. Das sieht ja auch dezent krank aus, ne? Das sieht dezent krank aus. Er darf schon ein bisschen athletisch sein. So, Kopf hat er auch. Kieferform. Oh Gott, der sieht aus wie aus den 80er Jahren stehen geblieben. Zeig dich, dreh dich rum. Ja, wir nehmen den jetzt einfach so. Wie oft spielst du? Ja, manchmal. Hab ich schon gesagt, irgendwie viel Spaß. Die Pine. Sie sind ohne Vorwarnung am Rand des Förderungsgebietes aufgetaucht. Die Pine tötete jeden, der ihr in die Quere kam, und breitete sich in den kolonisierten Gebieten schnell aus. Nach einem Jahrzehnt des Kriegs stößt die Föderation an ihre Grenzen. Die Menschheit braucht einen Helden. Und eben weil wir dieses Spiel schon mal gespielt oder beziehungsweise vorgestellt haben, gibt's heute mal gar keine Infos zu diesem Game, denn das habe ich ja theoretisch eigentlich schon einmal gemacht. Und ansonsten, wer wissen will, was, woher, wie groß, Kosten, findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Zack, so, können wir jetzt hier endlich mal loslegen? Bitte? Genau, so sieht das aus, da starten wir nämlich. Willkommen im Hub, dem Hauptquartier der berühmten Shadowguns. Fühle dich wie zu Hause, sprich mit den Leuten, finde neue Freunde und rette die Galaxie. Ja, ja, genau. Sag Hallo zu Pedro, einem wirklich coolen Typen. Von ihm bekommst du ganz viel krasses Zeugs. Das ist genau, John Slade hat die Mission für uns. Willow und Big Red sind unsere besten Händler für Waffen und Rüstung. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass wir das wirklich nochmal von vorne anfangen. Lerne Hakim, den Geldmacher, kennen. Der dich reich machen kann. Sponsorenverträge. Genau, ich wollte immer ins Casino rein, aber ich kam nie rein, glaube ich. Ich glaube, der Ton ist auch ein bisschen zu laut. Aber gucken wir mal, das ist unser Unterhaltungsbereich. Hier kannst du tanzen, neue Freundschaften schließen und mit anderen feiern.
Das ist doch sehr sympathisch. Ich glaube, aber da bin ich auch nicht reingekommen. Das ist Nitro, der weltbekannte Organisator der Wargames. Und wenn du berühmt genug bist, bekommst du vielleicht deine eigene Statue und wirst Teil unserer Geschichte. Hallo. Das war die Tour. Genau. Wie nennen wir ihn denn? Wir können ihn schlecht Dörte nennen. Horst. Ich habe heute... Name ist vergeben. Dann ist es der Dirty Horst. Ah, Öl gab's nicht. Okay, Dirty Horst. Ja, es ist der Dirty Horst. Dirty Horst hat unterschrieben und fordert jetzt einfach mal seinen Scheck ein. Dirty Horst mit der Clownstolle. Erhalte eine Mission von Slate. Genau, weil ich fand das Spiel eigentlich ziemlich cool gemacht und habe immer, ja, es ruckelt ab und zu ein bisschen und der Akku wird aufgrund der Grafik hier auch ziemlich heiß. Kam aber bis jetzt nie dazu, das nochmal irgendwie zu spielen. So. Hallo Slate. So, Echos aus der Vergangenheit. Untersuche das Signal. Okay, Frischfleisch. Auf Nova Callisto geht etwas Seltsames vor sich. Unsere Aufklärer haben ein Notrufsignal von einer verlassenen Basis dort unten abgefangen. Du darfst keine Zeit verlieren. Starte die Mission. Wir versorgen dich mit den Details. Oh Gott, oh Gott. Starte die Mission. Wir versorgen dich mit den Details. Ja, ja, good luck. Alles gut. Kann ich die jetzt starten? Ach so, zum Starten hier tippen. Die blickt ganz groß und sie weiß nicht. Ach Mensch, so Dirty Horst. Echos aus der Vergangenheit. Irgendwie fehlt da so ein bisschen der Startbutton. Das Signal ist verschlüsselt und stammt aus einer gefallenen Basis im Dschungel. Das Gebiet wird von der Superflag der Pine verteidigt, weshalb unser Kampfingenieur nicht landen und das Terminal der ISM-Antenne analysieren kann. Nähere dich aus dem Dschungel, zerstöre die Kanone und unterstütze den Kampfingenieur, während er das Terminal hackt. Alles klar. Weil womit ich am Anfang so ein bisschen zu kämpfen hatte, war dem Schießen. Es schießt nämlich automatisch. So, here I come, erreiche das Tor, das kriegen wir hin. Und ich fand es grafisch doch zumindest ziemlich geil gemacht. Ich muss aber wirklich mal einen Ticken leiser machen. Glaube ich. Zack. Zündung. Yeah, I go. Und weg damit! So, Gebiet gesichert. Und wir gucken natürlich, dass wir hier auch nichts vergessen. Na, Freunde. Eieiei, das sieht ja aus. Ja, renn doch rein, kannst du so machen. Geht das Tor jetzt gerade wieder runter? Hallo? Das ist dein fucking Ernst? Waren wir zu langsam? Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Ich laufe jetzt hier einfach mal zurück. Das gibt's doch nicht. Verarscht mich das Spiel? Okay, das habe ich nicht gesehen. Ah, okay, okay. Ich dachte gerade einfach nur, es geht zu und...
Ja, wir gucken ganz klar einen Vorteil, ne? Ich sehe nichts, nur Rauch. Haben wir jetzt einen Arm eingesammelt? Gut, können wir so machen. So, wir dürfen natürlich ja auch nichts auf dem Weg verpassen. Ziel aktualisiert. Beseitige alle Feinde. Ja, das ist ja sowieso grundsätzlich immer. Sehr cool. Wir laufen trotzdem nochmal hier zurück. Ich mag ja so eine Games unwahrscheinlich. Okay. Bist du der Kampfingenieur? Hallo. Da ist noch was. Eine Hose. Bist du das? Nee, warte mal, wo ist denn der? Ah ja, Blondie. So, genau die Surprises, da sind sie. Oh Gott! Zerstöre den Titanen, na dann mal los. Wie er uns zerstört. So. Ja, ich weiß halt nicht, wo ich da hinfeuern soll. Tangiert ihn jetzt nicht so wirklich. Oh Gott. Ja, das war jetzt nicht so gut. Untersuche das Signal. Echos aus der Vergangenheit. Ja. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Der Titan sollte die Antenne zerstören. Die Daten zeigen, dass die Antenne nur als Proxy verwendet wurde, mit der Sender seine Spuren verwischt hat. Und wir haben die Quelle jetzt zum Damm des Planeten zurückverfolgt. Finden wir heraus, wer unsere Hilfe braucht. Okay, alles klar. Ich brauche Hilfe. Dezent. Gebrechen können im Casino oder der Kneipe entfernt werden. Ich dachte eher, dass du da vielleicht in der Kneipe noch ein paar Gebreche dazu bekommst. Oder das Brechen. Dann hast du aber in der Kneipe übertrieben, wenn das Brechen dazu kommt. So, Daddy Horst. Zeig, was in dir steckt. Willkommen zu Hause, du. Ui, das ruckelt aber. So, hey, nicht schlecht für das erste Mal. Du hast mich fast beeindruckt und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Wir haben jetzt eine heiße Spur zu dem geheimnisvollen Signal. Also halte dich bereit, während wir die nächsten Schritte planen. Okay, alles klar. Wir sind auch gleich bei den... Ich glaube, jetzt müssten bald hier In-Game-Bezahlfunktionen kommen. Futter! Hier wird der Fortschritt blablabla angezeigt und hier... Schau bei Haken vorbei, wenn du mehr Geld haben willst. Okay, er hat einen Sponsor für mich. Das finde ich gut. Dann gehen wir mal zu Haken, würde ich sagen. Der war links irgendwo, ne? Öffne dein Inventar. Das haben wir bekommen. Okay.
Ich muss. Ja, menütechnisch bin ich gerade noch so ein bisschen überfordert. Was gibt's denn hier? Wir gucken uns einfach erstmal um. Werbung ansehen, Belohnung erhalten. Das ist so ein Slot-Automat, auch sehr lustig gemacht. Es hackt aber ziemlich, ne? So. Nee, zu dir wollte ich nicht. Ich suche den Haki. Na, wer bist denn du? Oh, Essen? Sehr gut, Kebab. Vitamine, hast du gesehen, was die Vitamine kosten? Ah, okay, cool. Bei dem gibt's einen Döner. Bar of War. Komm ich da rein? Ach, geil. Bar of War, feiere deine Erfolge mit einem Bier oder sieben. Erhalte einen Mut vor Bestärkung. Da kam ich nämlich noch nicht rein, als ich das getestet habe. Ah, siehst du, ist immer noch gesperrt. Noch? Was steht da? 978 EP. Oh, ich komme nicht in den Club rein, das gibt's doch nicht. Keep your nose clean. Ja, ja, es. Was? Keep your nose clean? Koks an Nase. Es ruckelt aber richtig krass, ne? Da können wir wahrscheinlich auch nicht rein. Wo kommen wir denn hier zu? Ah, da ist er. Na, so, Sponsorenverträge, alles klar. Mit Ruhm verdienst du richtig Kohle, nicht bloß dieses armselige... Armenlohn, nicht bloß diesen armseligen Armeelohn. Jede Firma will ihr Logo auf einem Shadowgun-Ass haben. Willst du richtig Kohle machen? Ja, ja, okay. Ich vertrage. Einfach mal blind hier Vertrag unterschreiben. Haben wir jetzt gedingst? So, mir fehlen so ein bisschen die Ja-Nein-Felder. Sind mit diesem Update hier ein bisschen, weißt du, wie ich meine? So, da haben wir hier zwei Briefe. Update. Großartige Neuigkeiten. Ich kann heute nicht richtig reden. Nein, es wurde ein Problem behoben. Ja, dafür gibt es wieder neue Probleme. Bla, bla, bla. Das lesen wir uns jetzt nicht durch. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was? Füge Feinden Schaden zu, um einen einzigartigen Perk freizuschalten. Ja, ist okay. Wir wollen natürlich erstmal ein bisschen rumzocken. Wir gucken uns einfach mal hier jetzt bei den Missionen noch eine Runde um. Hey, you ready for more? Jawohl. So, Einbruch. Empfohlener Rang 2, den haben wir erobert, den Wachturm zurück. Jetzt, da diese Flag außer Gefecht gesetzt ist, können wir uns Nova Callisto nach und nach von dem Pineabschaum zurückholen. Die Marines rücken mit ein paar Truppen wenige Kilometer südlich der Kolonie ein. Greif ihnen unter die Arme, während sie einen Brückenkopf erreichen. Ja, ja, ist okay, machen wir so. Ich will nichts. Muss ich was verkaufen? Ja, mir fehlen halt hier irgendwie so ein bisschen die Beschreibungsmöglichkeiten. Also gucken wir mal. Das sind die ganzen Missionen. Zack. Die Marines brauchen mehr Unterstützung auf Nova Callisto Shadowgun. Nach dem katastrophalen Ende von Operation Zero auf dem Arak brauchen wir einen Sieg gegen die Pine, um die Moral zu heben und das Blatt im Krieg zu wenden. Der Planet wird nur leicht bewacht und wir können schnell zuschlagen, ehe Verstärkung eintrifft. Jawohl! 3, 2, 1, los! Let's rock. Ich bin ja gespannt. Achso, ja, wir müssen erstmal landen, das macht Sinn. Ei, Boots. Hätte man da irgendwie anders charmante abspringen können? Weiß ich nicht. So. Der liegt schon erledigt in der Ecke. Wir bleiben einfach mal so ein bisschen auf Distanz hier hinten.
Zack, und weg damit. Einsammeln. This is mine now. Ja, ja, this is mine now. Da ist eine Tür, die ist vermutlich zu. Okay, ich glaube, wir müssen es hacken. So, okay, alles klar. Kaboom! Er ist mir ja sympathisch. Ich gucke hier erstmal ein bisschen rum. Ich weiß, wir müssen mit diesem Aufzug jetzt fahren. Wo ich das erste Mal schon königlich gefeiert habe, dass er es bedient, indem er nur einfach raufschlägt. Guck, bam! Gut, also versorgen wir den Aufzug erstmal mit Strom. Warte mal, wir gucken erstmal hier nach unten. Wow. Also grafisch ist es doch ziemlich nice. Wir gucken erstmal hier rum. Guck mal, das ist nämlich eine Truhe. Warum muss ich bei allem immer dreimal raufdrücken? Das gibt's doch nicht. Oh. Ich habe noch einen Arm bekommen. Geil, jetzt habe ich zwei. Länger drücken. So, Flügel B offline. Dann könnte das Buchse A sein. Genauso. Länger raufdrücken. Ah, das macht Sinn. Blondie lernt dazu. Geile Sache. Ja, ja, Primärmunition ist voll. Können wir jetzt? Jetzt können wir hier einmal raufschlagen wieder. Zack. Er ist mir auch gerade sympathisch. Bis auf seine Frisur. Bis auf seine Frise ist alles gut. So. Ah, das ruckelt. Mein Telefon stirbt. You like it? Yeah, I like it. Aber das hat er nicht mich gefragt, sondern die hier rausgekommen sind. Die Grunzer. Son of a bitch. Oder auch Son of a bitch. Ist das Niveau gleich mal wieder klargestellt, was wir hier haben? Oh Gott, oh Gott. Na, Freund, wo schießt du hin? Irgendwo ist noch was. Da. Ah! I rescue you. Hey, here comes the goodies. So, ich muss gerade mal meine Finger entkrampfen. Da ist doch noch einer. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft, Shadowgun. Wir schulden dir was. Ja, ganz viel Geld bitte. Zahlbar in Bar oder per Scheck oder da lag noch was. Ach, fuck. So, F ist jetzt nicht gut, weiß ich selber. Einbruch. Die Marines haben den Wachturm gesichert, der ihnen als gute Basis für alle Operationen in der Umgebung dienen sollte. Wir haben das Signal entschlüsselt. Es war ein altmodisches militärisches RMA. Rettet meinen Arsch. Doch der Sender hat sich nicht identifiziert. Wir stehen kurz davor, die Quelle zu finden. Ja, aber jetzt stehen wir erstmal kurz davor, hier wieder in die Zentrale zu gehen. Die finden wir nämlich als nächstes. Und zwar bitte jetzt. Hallo, Ladebildschirm. Ja, bitte? So, grandiose Unterstützungsarbeit. Jetzt, da wir ein paar Leute da unten haben, können die Marines die Pine hoffentlich ein wenig zurückdrängen. Also, das wäre erledigt. Wie wäre es jetzt mit ein bisschen echter Shadowgun-Arbeit? Finde heraus, wer das Signal gesendet hat. Ja, ich muss nur noch ein bisschen besser werden. Oh, was ist das? Bar of War. Feiere mit den... Ja, jetzt gehen wir erstmal hier einen Schnaps trinken, Leute. Das machen wir. Zurück zur Legende. Ja, komm, wir rüsten es aus. Wenn es mehr, uns mehr bringt, dann rüsten wir es aus. Aber wir gehen jetzt erstmal hier einen Schnäpperchen trinken.
auf euch da draußen. Wo geht's denn hier? Warte mal, da Hakim, da gab's den Döner. Doch, da ist die Bar. Bar auf Moor. Aber da gibt's ja nur Bier, ne? Glaube ich. Da bin ich gespannt. Es hakt zumindest. Eieieiei. Geil, weil hier kam ich das letzte Mal, als ich das... Okay, sieht hier aus. So sieht er aus, der Dirty Horst. Warte. Für Sump. Platziere dich, mein Freund. Oh, jetzt machen sie einen anderen Screen. Das ist doch blöd. Dreh dich um. Das gibt's doch nicht. Dreh dich jetzt um, verdammt. Naja, hat so ein bisschen 80er Jahre... Na, willst du mich angucken? Guck mich nicht so lange verliebt an. Na? Hallo? Hey? Entschuldigung. Der wird sich auch denken, okay, Dirty Horse, da muss was dran sein. Da muss was dran sein. So, was ist denn... was bringt uns das? Pflaumenschnaps, Orangensaft. Genau, du gehst in eine Bar und trinkst Orangensaft. Nee, wir trinken jetzt einen Schnaps. Zack. Was können wir jetzt? Ja, gib uns mal noch einen Schnaps hier. Schnaps. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich Schnaps trinke. Kann mir das jemand erklären? Also einen O-Saft werde ich hier definitiv nicht trinken. So, okay, der hat... eine lustige Armbinde, so du. Der feiert auch hart. Schade. Ich wollte ihm ein Emoji geben. Oh Gott, oh Gott. Und da verschwand er. Hat mich gesehen und dachte sich, okay. Gut, dann bei Rang 5 können wir Geschäfte mit Big Fred machen. So, jetzt sind wir hier oben in der Lounge. Mir fehlen so ein bisschen auch die Damen, die hier auf Tischen tanzen. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Oh, Minibar. Da können wir das gleiche trinken. So sieht es also aus in der Bar. Ruckelt ein bisschen. Können wir so machen. So, wir verlassen einfach die Bar mal wieder. War nett. Wir haben Schnaps getrunken. Und torkeln. Frisch verliebt raus. Eieieiei. Gibt bestimmt so das ein oder andere Tonproblem. Könnte ich mir vorstellen. An diesen Ruckelszenen. So, wir gucken uns einfach mal... Warte mal, hier blinkt was. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich kann es leider nicht lesen, was hier steht. Na, Lady. Was können wir bei dir kaufen? Okay, nix, weil extremst teuer. Na doch, was ist denn zum Beispiel hier mit dem Krams? Nein. Ach so, genau. Wir gucken einfach hier mal so ein bisschen durch. Ah, für Gold. Jetzt raff ich das. Alles klar, alles klar. So, die kostet zu viel. Genau, also wir probieren uns erstmal so ein bisschen durch. Genau, wir fragen ihn einfach nach einer neuen Mission, genau, nach einer neuen Mission. Hallo, na, hast du was für mich zu tun? Verdammt! Finde die Pläne für den Damm. Warum ist das lila? Ich weiß nicht. Unsere Computerfreaks haben die Quelle des Signals bis zum Dunma Junction Damm zurückverfolgt. Machen wir unsere Hausaufgaben, bevor wir auf die Jagd gehen. Ein paar Pläne wären hilfreich, also finde die Ingenieursaufzeichnung über Nova Callisto. Alles klar.